Seit sie 12 ist, tätschelt ihr Onkel ihr spielerisch am Hintern rum. Um dieselbe Zeit herum fangen Männer auf der Straße an, sie anzustarren. Sie weiß nicht wieso und fühlt sich unwohl. Wer Frauen verführen möchte, sollte vielleicht lernen, Frauen fühlen zu lernen. Von ihrem Vater als Kind schon sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen, weil er sich lieber einen Jungen gewünscht hätte. Ihr Vater meidet es, ihr Zeichen der Zuneigung zu zeigen. Als sie mit ihm zum Flughafen wollte, um die Flugzeuge zu beobachten, sagte er ihr, sie solle doch mit ihren Freundinnen hingehen. Sie traut sich endlich zu sagen, dass sie aber mit ihm gerne hingegangen wäre. Und ein Streit bricht aus. Alle ihre Freundinnen reden über die Jungs in der Klasse und darüber, dass Rebecca so eine Schlampe sei, weil sie sich in der Pause mit Jonas getroffen hat. Das merkt sich unsere Kleine und vermeidet es, mit Jungs gesehen zu werden. Die Männer, die sie seit sie 12 ist, auf der Straße beobachten, fangen nun an, sie anzusprechen. Sie weiß nicht, was sie von ihr wollen, weil die Männer immer nur ein oder zwei Sätze sagen und sie danach nur noch nichtssagend angeiern. Sie hat in den Nachrichten gehört, dass in einer Stadt im Umkreis ein Mädchen in ihrem Alter tot aufgefunden wurde, von einem Mann vergewaltigt und umgebracht. Der Mann wurde schon gefunden. Er ist im selben Alter wie der, der sie gerade angesprochen hat und sie danach nicht aufgehört hat, anzustarren. Als sie die Schule absolviert und sich in ihre Uni einschreibt, sagt ihr ihre Mutter, dass sie sich lieber eine bodenständige Arbeit suchen sollte. Sobald die Kinder kommen, wird das eh nichts mehr mit der großen Karriere. Nach einem gemeinsamen Abend mit ihren Freundinnen läuft sie nach Hause und hat, seit sie aus der U-Bahn ausgestiegen ist, das Gefühl, dass der Mann, der mit ihr ausgestiegen ist, sie verfolgt. Sie läuft ein paar Schritte zügiger, aber er tut dasselbe. Sie kann ihn schließlich abhängen und schaut noch einmal über ihre Schultern, bevor sie die Tür zu ihrer Wohnung aufschließt. Seitdem hat sie nachts immer ein unwohles Gefühl, wenn ein Mann hinter ihr läuft. Sie hat einen wirklich netten Jungen an der Uni kennengelernt, der ihr nach kurzer Zeit seine Liebe gestanden hat. Sie verbringen den Sommer zusammen und sie ist überglücklich. Nach 4 Monaten sieht sie ihn in der Mensa mit einer Mitkommilitonin vertraut reden. Sie fragt ihn, wer das ist, und er sagt, sie soll sich nicht so viel Sorgen machen. Sie möchte am Abend zu Hause bleiben, aber entscheidet sich doch kurzerhand in die Studentendisco zu gehen, um ihrer Freundin, die nächste Woche ein Auslandssemester beginnt, zu verabschieden. Dort sieht sie ihren Freund, wie er mit dem Mädchen aus der Mensa rumknutscht. Ihre Freundinnen erzählen ihr, dass er wohl gerade rumposaunt hat, wie einfach Frauen zu knacken seien. Sie ist nun Ende 20 und ein Mann spricht sie auf der Straße an. Er gefällt ihr auf Anhieb und sie verabreden sich am nächsten Tag auf ein paar Drinks. Kurz vor dem Treffen fällt ihr auf, dass sie ihn gar nicht kennt und dass der Ort, wo er sich mit ihr treffen wollte, neben ihrer Arbeit ist. Sie möchte ihn aber nicht verlieren und gleichzeitig mehr Zeit lassen, ihn vorher kennenzulernen. Also erfindet sie eine Ausrede, um das Treffen vielleicht zu vertagen. Sie hofft, dass er ihr einen Ausweichtermin nennt. Als er sich einen Tag später noch nicht bei ihr gemeldet hat, schaut sie auf den Chatverlauf und sein Bild ist weg. Er hat sie geblockt. Traurig schreibt sie ihm eine SMS, aber bekommt auch darauf keine Antwort. Sie öffnet ihren alten Tinder-Account und liest die Nachrichten. Na du? Ficken? Hallo? Hi. Du hast schöne Augen. Hi. Lächel doch mal. Willst du nicht ficken? Sie antwortet dem einen, der ihr vor Wochen etwas Liebes über ihr Bild aus dem Amazonas gesagt hat, bevor der vermeintlich coole Typ auf der Straße sie angesprochen hat. Er schreibt zurück, was sie freut. Aber seine Antwort lautet: Sorry, aber auf so eine, die denkt, sie wäre etwas Besseres, habe ich keinen Bock. Heute Abend weint sie. Sie möchte eigentlich nur einen Mann, der sie hält. Der sie festhält. Ich weiß, dass dieser Text manche Männer aneckt. Aber das Ding ist, genau diese Männer haben auch keinen Erfolg bei Frauen. Ein bisschen mehr Mitgefühl würde vielen Männern sehr gut tun. Wer Frauen verführen möchte, muss Frauen erst fühlen lernen.